Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei einem neuen, ganz für dich kostenlosen Video mit ganz, ganz vielen wertvollen Informationen, wie du dich aus so einer Beziehung befreien kannst, wie du dich entwickeln kannst, wie du wirklich ein glückliches Leben auch nach der Beziehung führen kannst. Natürlich nicht alleine, sondern im Idealfall natürlich mit einem Partner, der dich wirklich wertschätzt und liebt. Und der kann meistens eben erst dann in dein Leben kommen, wenn du diese alten Schmerzen, diese alten Wunden aufgelöst hast, die ja dafür gesorgt haben, dass du eben so einen narzisstischen, toxischen Menschen ja in dein Leben gezogen hast oder besser gesagt in Resonanz mit ihm gegangen bist. Ganz, ganz lieben Dank auch für die vielen Fragen, die vielen E-Mails, die mich erreicht haben. Ich versuche natürlich immer wieder mal hier Fragen zu beantworten, auch Fragen, die häufig gestellt wurden. Und so auch zu dem Spiegelgesetz. Das ist ja wirklich ein hochinteressantes Thema, wenn man da mal dahinter steigt und erkennt, meine Güte, das ist ja interessant, kann ich ja tatsächlich bei mir, in mir finden, was ich da draußen sehe. Und da ist eben die Frage gestellt worden, Mensch, können Sie denn nicht mal ein Beispiel bringen, wie man jetzt durch dieses Spiegeln, durch das Spiegelgesetz eine Ursache findet oder das für sich löst? Wie geht denn das? Ja, das kann ich ganz gerne machen anhand von einem Beispiel. Ich habe das Beispiel von einer Klientin herausgenommen, die immer wieder betrogen wurde. Ja, also der Narzisst betrügt mich, wo betrüge ich mich? Wo betrüge ich andere? Oder der Narzisst zeigt mir, was mir fehlt, also mehr Ehrlichkeit zu mir selber oder zu anderen. Mal gucken, was bei der Geschichte herausgekommen ist. Ich möchte es mal erzählen, ne? Wie gesagt, die Klientin, die wurde immer wieder betrogen von dem Narzissten, so auf so heftige Art und Weise, dass es ihr sowas von schlecht ging. Sie kennt das auch, kannte das auch schon aus früheren Beziehungen, aber so eine narzisstische Beziehung ist natürlich der Super-GAU, da tut es so weh, da ist es so krass, da kriegt man das sowas von um die Ohren gehauen, dass man nicht mehr wegschauen kann, dass man hingucken muss, um nicht zugrunde zu gehen, ganz einfach. Okay, jedenfalls erzählte sie mir da wirklich Storys unglaublichster Art und Weise von Betrug und Affären und ich weiß nicht, wie viele Frauen da im Spiel waren. Und wir sind eben in diesen Schmerz reingegangen, erstmal in die Hypnose rein, dann muss man ja in das Gefühl gehen, um eben zu finden, Mensch, wo kommt denn das her? Um herauszufinden, woher kenne ich das Gefühl, woher kenne ich diese Gedanken? Und in der Hypnose habe ich dann das Unterbewusstsein beauftragt, uns dann zu zeigen, wo das alles hergekommen ist. Und dann sind wir eben angekommen in einer Situation. Ich fragte die Klientin, was siehst du? Wo bist du? Bist du irgendwo draußen in der Natur? Bist du drin in einem Raum? Oder wo bist du? Sagt sie, ich bin drin in einem Auto. Okay, wie alt bist du denn? Sagt sie, 2, 3 Jahre alt. Okay, wo sitzt du denn im Auto? Ich sitze hinten im Auto. Wer sitzt noch im Auto? Meine Mutter sitzt im Auto. Fährt sie das Auto? Ja. Wer sitzt noch drin? Meine Oma sitzt im Auto. Wo sitzt die Oma? Vorne. Und du hinten alleine? Ja. Ist sonst noch jemand mit drin? Nein. Wie geht's dir da? Mir geht's gar nicht gut. Ja, und dann kam auch schon Trauer und Hilflosigkeit hoch. Ja, warum geht es dir denn nicht gut? Und dann dauert es erstmal einen kleinen Moment für die Klientin, diese Situation zu erfassen. Wir kommen nie wieder. Wieso? Ja, Mama hat gesagt, wir kommen nie wieder zurück. Wir ziehen jetzt zur Oma. Und dann fing sie an, diese Geschichte zu erzählen. Und zwar ist es so, dass der Vater Alkoholiker war. Und die Mutter da ja quasi wie flüchten musste mit der Oma und also mit ihrer Mutter dann und praktisch sich und das Kind retten musste. Aber das Kind war 2, 3 Jahre alt und die Mutter hat zu dem Kind gesagt,
Komm, wir fahren in den Zoo, komm mit ins Auto, wir fahren in den Zoo, wir fahren weg, wir machen was richtig Schönes und dann übernachten wir noch da und da und wir packen jetzt alle Sachen, machen was richtig Schönes und das Kind freut sich und ist hier auch gar nicht auf die Idee gekommen, sich von dem Papa zu verabschieden und sitzt in dem Auto und erfährt während der Fahrt, ey, wir fahren ja gar nicht in den Zoo. Sie fragt Mama, wann fahren wir in den Zoo? Und da sagt die Mama gar nicht. Und in diesem Moment brach es in diesem Kind zusammen, dieses verraten werden, das in das Licht geführt zu werden. Da haben wir auch Anteile dabei, wo eben auch so Gaslighting-Dynamiken entstehen können, später dann in der narzisstischen Beziehung, wenn man erwachsen ist, ja, dass man in das Licht geführt wird, manipuliert wird, alles nicht so ist, wie es scheint, betrogen wird. Ja, eigentlich in den Hinterhalt gelockt wird. Ich meine, in dem Falle, wie man sieht, die Mutter meinte es nicht böse mit dem Kind. Das war keine böse Absicht. Im Gegenteil, sie wollte das Kind sogar beschützen. Aber für das Kind war es ja der Vertrauensbruch. Das hat gedacht, wir fahren in den Zoo und machen jetzt wie so einen Kurzurlaub. Und dabei Panik, Angst, ich sehe meinen Papa nie wieder. Ein Kind weiß nicht, dass man den Vater vielleicht später noch mal sehen kann. Gerade so ein 2, 3 Jahre altes Kind, das kriegt viel, viel mehr mit, als man denkt. Und das ist alles im Zellgedächtnis gespeichert. Dieses, ich werde belogen, ich werde betrogen, ich muss aufpassen. Und das Kind, ein Kind, das ist ja das Verrückte, bezieht immer alles auf sich. Ein Kind denkt immer automatisch, ich bin schuld. Ich bin schuld, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht war ich zu anstrengend, vielleicht war ich zu laut, vielleicht war ich nicht lieb und artig genug, vielleicht habe ich nicht immer aufgegessen, nachts zu laut geschrien, mich nicht genug selbst beschäftigt, vielleicht habe ich das Bild nicht richtig gemalt und deswegen musste der Papa Alkohol trinken, deswegen haben sie sich gestritten und wegen mir trennen die sich. Das ist das Verrückte. Ein Kind bezieht all das auf sich. Und denkt, ich bin schuld. Und dazu in diesem Fall noch mit diesem hinters Licht führen. Ja, was vorspielen, komm, komm. Das ist ja auch so ähnlich zu der Lovebombing-Phase mit dem Narzissten. Oder ich sage immer wieder so, wie der Wolf Rotkäppchen in den Wald lockt. Schau mal, da hinten sind die schönen Blumen. Und dann, und zack, ist man da. Ding, geht die Falle zu. Und du bist drin. Und du bist reingefallen. In dem Fall ging die Autotür zu. Und das Kind war gefangen, kam nicht zurück. Eine wahnsinnige Hilflosigkeit, wahnsinnige Trauer hat sich in dem Kind abgespeichert. Und das speichert sich in dem Zellgedächtnis, in jeder einzelnen Zelle ab. Das hockt dort fest. Das kann in der Kindheit nicht verarbeitet werden. Und damit dieses Kind überleben kann und nicht durchdreht an diesen Gefühlen, gibt es innere Abwehrmechanismen, Schutzmechanismen, die dann diese Gefühle zack, schnell zur Seite packen, in eine Kiste packen oder verleugnen, das ist jetzt gar nicht geschehen, um überleben zu können. Das Problem ist, dass diese Gefühle mitgeschleppt werden, bis man erwachsen ist, bis man 80 ist, wenn man es nicht auflöst. Hockt das im Zellgedächtnis drin? Wichtig ist, diese festgesetzten Gefühle, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Trauer, Wut, Hass, was auch immer da war, zu lösen. Dann nennt sich Abreaktion, das ist dann oder Energieblockade lösen, wenn man es energetisch sehen will. Das löst sich, das sind wie Lasten, die von einem runterfallen. Das ist unglaublich unbeschreiblich, das kann man nur erleben. Und natürlich ist es nicht nur diese Energieblockade, diese Gefühlsblockaden lösen oder Gefühle lösen, sondern auch diese Gedanken lösen, diesen Irrtum erkennen. Ich werde belogen, ich werde betrogen, belüg mich, betrüg mich, ich bin schuld, ich bin wertlos. Wenn ich wertvoll gewesen wäre, wären die nicht auseinandergegangen und all das, diese Irrtümer, die das Kind damals denken musste, weil es keine andere Wahl hat oder weil es die Situation so schräg oder so verzerrt wahrgenommen hat.
Und das dann zu erkennen und umzuschreiben, also man schreibt dann wirklich diese Geschichte um und erkennt dann, das ist nichts, was man sich eintrichtern muss, so wie du bist wertvoll, du bist liebenswert, du bist unschuldig. Das muss ich dann den Klienten nicht eintrichtern, wie jetzt hier positives Denken immer wieder. Das sind kleine Impulse, die so reingehen. Und weißt du warum? Weil das die Wahrheit ist. Weil du bist vorher schon unschuldig und liebenswert. Du entdeckst dann deine eigene Wahrheit, deinen eigenen Wert. Du erkennst das. Und das ist so ein magischer Moment, wenn diese Schleier vor den Augen herunterfallen und du erkennst, ich bin ja wirklich wertvoll. Das ist ein Moment, der ist unbeschreiblich. Den kann man nur erleben. Ich erinnere mich noch, wie es bei mir war, als ich das erlebt habe. Das ist unbeschreiblich. Das ist wie, als ob so ein Lügengerüst zusammenstürzt. Das ist einfach so. Für manche Dinge findet man einfach keine Worte. Also man löst diese Energieblockaden in Zellebene, auf Zellebene. Man löst die Gefühle, Glaubensmuster, Glaubenssätze, innere Befehle, belüg mich, betrüg mich, manipulier mich, verletz mich auf, die dadurch entstanden sind. Unbewusst. Das machen wir ja nicht bewusst. Und wir schreiben das Ganze um, weil dein Gehirn ja, wie gesagt, nicht unterscheiden kann, ob das die Realität ist, was du siehst, oder das, was du in deiner Innenwelt siehst. Dein Gehirn reagiert eins zu eins so, als wäre das die Realität, und speichert das Neue in dein Zellgedächtnis ein. Und wenn da was Neues in deinem Zellgedächtnis gespeichert ist, hast du neue Gedanken, hast du neue Gefühle, wie innen so außen, wirst du im Außen, im Spiegel, im Außen etwas anderes erleben, weil in dir was anderes ist? Hast du das Programm drin, belüg mich, betrüg mich, ich werde belogen, ich bin wertlos? Musst dir das Leben das widerspiegeln und du gehst in Menschen, mit Menschen in Resonanz, die dir das bestätigen? Ist das nicht mehr da? Gehst du mit diesen Menschen nicht mehr in Resonanz? Ziehst sie entweder nicht mehr an oder merkst, das brauche ich gar nicht. Oder das triggert dich nicht an, tickt dich nicht mehr an. Ist einfach so. Gut, wir schreiben die Geschichte um. Das heißt, dieses kleine Mädchen sitzt dann hinten in dem Auto und spürt nach dieser Auflösung einfachen Frieden. Die Zustände, die Umstände sind noch genauso, aber es spürt einfach eine innere Wahrheit, einen Frieden, eine Ruhe. Ich weiß, ich bin unschuldig, ich bin wertvoll. Das hat hier mit mir gar nichts zu tun. Und es hat deinen inneren Frieden trotz dieser Situation und erkennt, dass die Mama es nur beschützen wollte. Und ab diesem Moment verläuft eine neue Lebenslinie, die verläuft anders, weil dann ein kleines Mädchen groß und größer wird, das weiß, ich bin liebenswert, ich bin wichtig, ich habe es verdient, dass man mich liebevoll behandelt, ich bin ein Geschenk. Und wenn du so groß wirst und das dann in dir eingespeichert wird, und da musst du nicht 500 Mal am Tag, 30 Tage lang dir das vom Spiegel sagen. Das geht rein wie Butter. Das ist dann deine neue Wahrheit. Und aufgelöst ist aufgelöst. Das kommt dann nicht wieder. Dieses Problem wächst nicht nach. Das ist dann raus. Da bist du dieser Sache los. Es ist eine Sitzung, so ein Glaubenssatz, so ein Ding. Manches ist verzweigter. Das Problem mit Narzissen besteht natürlich nicht nur aus einem Glaubenssatz, aus einem Thema. Deswegen brauchen wir ja am Anfang, wenn du es persönlich in der Praxis machen möchtest, mindestens 3 Sitzungen. Und dann kann man selbst weitermachen. Aber es geht verdammt schnell und ein Ding nach dem anderen. Und die Kindheit, da sind einige Dinge passiert, aber es ist überschaubar. Es ist lösbar in relativ kurzer Zeit. Ja, und diese Frau schaute sich die aktuelle Situation mit diesen Narzissten an und sie konnte einfach nur in sich spüren, das ist die innere Wahrheit, der hat mich gar nicht verdient, der hat es mich nicht verdient und ich kann hier einfach nur gehen. Und sie erkennt in diesem Moment, der ist ja selber doof, wenn er mich, tolle Frau, betrügt und somit hat er mich jetzt verloren. Und das ist nicht irgendein ironisches Dahergerede, sondern das ist einfach das Gefühl, was du dann hast, wenn die Sache aufgelöst ist. Dann kannst du nicht mehr
diesen Menschen hassen oder sonst was, dann fühlst du einfach diese Liebe, diesen Frieden, diese Ruhe für dich. Das ist einfach so. Das ist so schwer in Worte zu fassen. Ich kann es nur so sagen, wie es ist, und lade herzlich ein, das selber auszuprobieren. Lege am besten gleich los, lieber heute als nie. Es gibt noch andere Dinge. Schau mal in meinem Shop vorbei auf www.liebenohneleiden.de. Im Shop findest du diesen Kurs, findest du noch andere Selbsthypnose-Anwendungen, dass du verdammt jetzt endlich in die Freiheit kommst. Das sind Werkzeuge. Nutze sie, befreie dich und komm mit, komm einfach mit auf den Weg in die Freiheit, in ein freies, wunderschönes Leben. Du musst heute nicht mehr an den Dingen leiden, die irgendwann mal sich fälschlicherweise als Irrtümer, als negative Überzeugung in dir eingespeichert haben. Das ist überhaupt nicht notwendig. Du bist der Gestalter deines Lebens und nimm jetzt alles in die Hand, und ich helfe, unterstütze gerne dabei. Also wenn du Hilfe brauchst, wenn sie Hilfe brauchen, am besten auf der Website, wie gesagt, schauen, liebenohneleiden.de, oder am besten mir eine E-Mail schicken unter verwandlung@haus-mariposa.de. Also, heute am besten gleich starten. Nicht vergessen, jeder Tag ist ein Geschenk, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!